Das denkt ihr was? Ja, schön, dass ihr wieder dabei habt. Unheimlich freut mich das. Das ist wirklich toll. Unheimlich freut mich das, diese Blödsinn jetzt. Aber dir denkt Servus. Man hört es in dem Gebiet, ist voll Aktivität. Der ganze Boden ist umgewühlt, das deutet auf Wildschweine hin. Und dem mag ich eigentlich nicht begegnen. Ein schöne Viecher, schlaue Viecher, verdammt schlau und auch sehr gefährlich. Bei dem Wind hören sie mich auch nicht so stark und kann es daher überraschen und das möchte ich nicht, weil da habe ich ein Riesenproblem. Vor allem in den Rucksack, so schnell wie ich den nicht ab und kann irgendwo raufklettern. Wir machen die fertig, die Viecher. Also da bitte einen großen Bogen rumgehen, immer schau, wenn man sowas entdeckt, dass was umgewühlt ist, dann ist mit Wildschweinen zu rechnen. Und da sind sehr viele halt. Im Gefühl. Ja. Naja, ist jetzt egal, ein bisschen abgeschweift. Das ist so, ich bin heute in der Früh gleich raus, bin jetzt 2 Stunden unterwegs, mein Auto habe ich ein paar Kilometer weiter weggepackt. Ich gehe einfach ein bisschen im Wald und habe eigentlich keinen Plan mit. Meistens so, das wisst ihr. Einfach ein bisschen raus einfach. Und das Wetter ist ja jetzt perfekt. Taugt mir total jetzt. Es ist windig, es ist kühl, es regnet ein bisschen. Und von dem her ist mir jetzt eingefallen unterwegs, könnt ihr euch auch etwas zeigen. Und zwar wieder mal ein Tapaufbau. Und zwar ein Tapaufbau für Schlechtwetter. Wenn es ein bisschen windig ist, wenn es regnet und was schnell zum Aufbau ist, das ist das Wichtigste, weil wenn es wieder umschluckt, dann muss es schnell gehen. Sonst ist man komplett nass und wenn man über Nacht rausbleibt, ist es meistens nicht so gut. Von dem her zeige ich euch halt was, das wo schnell geht, wo es wirklich sehr standhaft ist bei Wind und gut den Regen abhält. Und ja, bleibt dabei und schaut zu. Bis später. Seht ihr das? Das ist schön Kienspann drin. Feinster Kienspann. Da ist alles voller Kienspann. Perfekt zum Feuermachen. Der ganze Stamm da. Aber leider. Frühstück gibt es nicht mehr. Naja, jetzt machen wir weiter. Ihr seht's, da ist alles umgewühlt und ordentlich Wildschweine da in dem Gebiet. Ich hoffe, ich treffe keinen. Schöner Platz gefunden jetzt da. Der gefällt mir eigentlich sehr gut. Das Einzige, was mich da ein bisschen stört, sind diese Markierungen für den Holzrucker, die in den Bäumen sind, so ein Rot. Aber mein Gott, die sind da überall. Ich denke mal, da wird es dann im Spätherbst, Winter richtig ausgemessen darin. Und von dem her erweise ich den Bäumen die letzte Ehre und bauen wir da ein Lager auf. Okay, dann verlieren wir kurz Zeit. Jetzt fangen sie das Ringen ein bisschen an. Jetzt suchen wir mein Material, was ich brauche, und dann legen wir los.
Das ist eigentlich jetzt alles, was man dafür braucht. Man braucht 4 gleich lange Pflöcke, ein Tab und ein bisschen 55er Paracord. Mehr braucht man dafür gar nicht. Die Pflöcke werden jetzt sauber angespitzt, dass man sauber den Boden eintreiben kann. Also man stellt jetzt seine 4 Pfosten so auf, an die Ecken vom Tab und schluckt es richtig fest rein. Die müssen wirklich fest sitzen. So schaut das jetzt in etwa aus. Das ist jetzt eigentlich schon fertig. Man kann sie jetzt schon drunter setzen. Wenn man allein ist, baut man das innerhalb 10 Minuten auf. Wenn man zu zweit ist, schafft man es mit Sicherheit auch 5 Minuten. Und dann kann man sie schon drunter setzen und kann ein bisschen abwarten, dass das Regnen wieder aufhört. Ich will aber jetzt noch an die 4 Befestigungspunkte noch ein Paracord runterspannen, dass das noch stabiler sitzt. Ja, habt ihr es gesehen? Das ist so einfach, dass es schon wieder genial ist. Also das ist wirklich tipptopp, das Teil. Taugt mir total. Deswegen mag ich es euch unbedingt damit zeigen. Es ist jetzt so, wenn man es jetzt aufbaut, kann man bei einem Regen schön drunter sitzen, Kaffee trinken, Tee trinken, was essen, kann den Regen abwarten, dann geht es weiter. Oder mit stärkerem Regen kann man diese Seiten zum Beispiel hier absenken oder bei jeder beliebigen anderen Seite. Man kann es quasi nach der Wetterseite ausrichten. Wenn jetzt der Regen zum Beispiel da von Norden kommt, dann senke ich es auf dieser Seite ab und dann ist man auch besser geschützt drin. Und wo es jetzt wirklich der Clou ist bei der ganzen Sache, wenn das steht und wird Nacht, man mag schlafen und es regnet noch stärker, dann senkt man es auf allen 4 Seiten ab. Zack, bis daher. Und dann kreucht man rein und schlaft drin. Da bleibt man schön trocken. Das ist genial. Ja, und jetzt ist so. Jetzt baue ich drin ein bisschen weiter, weil ich verbringe meinen ganzen Doktor raus, ein bisschen Nacht rein und dann mache ich es ein bisschen gemütlicher. Bauen wir jetzt einen kleinen Tisch und sowas und mal schauen, was ich da rum finde. Und ja, bleibt dabei. Da schauen Sie mal her. Viertelstunde rumgelaufen und das gefunden. Das ist perfekt. Da bauen wir uns jetzt da einen Tisch her und dann ist das richtig geil. Okay.
Ich hoffe, ihr seht es gescheit. Das kennt wahrscheinlich jeder. Das sind Buchheckern. Und die werden wir uns heute machen. Da kann man sehr viel draus machen. Da kann man Mehl draus machen. Man kann es einfach so essen. Man kann jetzt ein Pesto draus machen. Und was weiß ich, was alles noch. Und man kann sich auch einen Kaffee draus machen. Und ich glaube, einen sicher machen wir jetzt. Also Buchheckern, kann man jetzt sagen, kann man roh als Erwachsener essen, aber bitte in kleinen Mengen. Da kriegt man Bauchweh und kann einem schlecht werden. Für Kinder ist es gefährlich, aber auf keinen Fall. Also Kinder, niemals rohe Buchheckern essen, weil da ein Phagin ist da drin, oder Phagine, wie das heißt, und Blausäure. Das ist jetzt nicht so gut. Dazu sollte man es ein bisschen rösten, dann wird der Inhaltsstoff kaputt und dann kann man es auch so zum Fernsehen auf Nacht essen. Das ist auch kein Problem nicht. Bevor das ich es jetzt vergesse, ich habe einmal gelesen, ob es hundertprozentig stimmt, weiß ich nicht, aber man soll es seine Hunde nicht geben. Ob es roh auf keinen Fall und ja, wie es geröstet ausschaut, ich weiß nicht. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, erkundigt euch einmal im Internet, ich weiß es wirklich gerade momentan nicht. Aber ist mir jetzt gerade einmal so eingefallen. Und was ganz wichtig ist, wer Nierenprobleme hat oder Nierensteine, der soll die Finger davon lassen. Weil da sind Oxalsäuren mit drin, die sind dann sehr viele Pflanzen da raus drin. Ja, und das ist wirklich nicht förderlich dann, wenn man Nierensteine hat oder Nierenprobleme. Also Fingern weg davon. Also die Buchheckern im Survival-Bereich sind die sehr, sehr gut. Die gibt es zwar nicht alle Jahr in Massen, aber dieser gibt es sehr viel. Da sind sehr viele fette Öle mit drin, um die 40%, was ich mal gelesen habe. Es ist Stärke drin, es ist Eiweiß drin, ich glaube auch um die 20% und Vitamine. Was genau, ich glaube B6 war das, bin mir nicht B6, glaube ich. Und von dem her sind die für den Survival-Bereich wirklich sehr gut. Und jetzt müssen wir die guten von den schlechten trennen. Weil es haben viele dabei, die schon Löcher haben, die schon ausgefressen sind. Und muss man in jeden einschauen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man schüttet die ganze Gaude jetzt da rein. So. Jetzt füllt man das bis zur Hälfte mit Wasser auf. Man sieht das sofort, die nach oben schwimmen, die haben nicht mehr zum Brauchen. Die braucht man nur raus da. Und alle, die am Boden haben, die haben noch voll. So ganz ein einfacher Trick. Man sieht, die Ausbeute ist gar nicht so groß. Ja, wie es da mal Taschenlampe ein bisschen dazu geschaut, weil ich glaube, es ist ziemlich finster, es ist sehr bewölkt draußen und ringt immer wieder. Und ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen besser. Ja, und jetzt geht es ans Schälen von der ganzen Geschichte. Zum Schälen kann man folgendermaßen vorgehen. Entweder man macht es mit den Fingern, das ist natürlich sehr aufwendig. Oder man schneidet einfach den vorderen Teil ab und den hinteren Teil. Und dann kann man die eigentlich relativ gut rausnehmen. Es ist ein wenig Arbeit, ja, aber dafür sind sie auch sehr gut. Soweit bin ich jetzt durch und ja, ich muss die ganze Sache jetzt rösten. Das weiß ja jeder, wie es geht. Dazu nehme ich so einen, haben wir da einen schönen Ast gesucht, den runter jetzt noch ein bisschen an, mache ihn sauber und dann kann ich das sauber durchstampfen, dass ich Pulver kriege. Und von der Menge her kann man sagen, ist wie beim Löwenzahnkaffee, also beim Löwenzahnwurzelkaffee, dass man ungefähr einen Teelöffel voll Pulver nimmt für 250 ml Wasser. Jetzt gehe ich mal kurz raus, dass es ein bisschen seht im Licht. Also so kann man das wunderbar machen. Das ist so ein Ast abgeschnitten. Dann habe ich ihn sauber abgeflacht und dann funktioniert das auch super. Und stärker braucht man gar nicht rösten. Schön langsam, weil wenn man zu stark röst, dann wird er ziemlich bitter. Dann ist er nicht so gut. Wenn wir soweit jetzt fertig sind, kochen wir jetzt noch sauber auf mit ein bisschen Wasser. Und dann, ja, ich trinke jetzt die Buchheckern einfach mit. Man kann sie auch absieben, je nachdem wie man mag. Aber ich mag die Buchheckern jetzt auch so noch.
Ja, jetzt kommt der Spruch. Wir sind durch für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen wieder. Der einfache Tapaufbau und was man mit Bucheckern so machen kann. Und ja, und möchte euch jetzt an dieser Stelle einmal Danke sagen. Einfach richtig vom Herzen Danke. Für die ganzen Likes, für die ganzen Abos, für die wirklich netten Kommentare. Also ich kriege zu 99,9% wirklich top Kommentare. Das freut mich, viele schreiben mich auch, fragen mich. Ich helfe euch gern weiter, soweit ich kann. Ist natürlich alles sehr zeitintensiv bei mir momentan schon. Aber ich tue es wirklich gern. Und ich versuche es auch alles zeitnah zu beantworten. Wenn es mir mal schreibt und ich schreibe mal 4-5 Tage nicht zurück, seid es nicht böse. Ich habe wirklich viel zu tun, ich habe noch einen Vollzeitjob. Ich habe 2 Kinder. Es ist sehr viel. Aber es freut mich einfach so stark, dass ich das ins Leben gerufen habe und dass mir da so unterstützt. Das finde ich einfach super. Weil vor meiner Zeit vor YouTube habe ich ein bisschen Facebook gemacht, 1-2 Jahre. Und davor habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt von Social Media. Ich habe keinen einzigen Bushcrafter kennt oder sonst was. Ich habe gar nichts gewusst eigentlich. Ich bin selber immer nur im Wald rausgegangen, immer schon allein und habe da mein Ding durchgezogen. Und hätte mir auch nicht gedacht, dass das irgendjemand interessiert. Weil es war eigentlich immer so, dass mich belächelt haben und gesagt haben, ja, der Narisch geht wieder im Wald. Der Rambo, keine Ahnung, was sie mir jetzt nennen haben, aber die haben den wirklichen Sinn nicht verstanden, in meinen Augen. Mir ist ja mittlerweile scheißegal. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt da draußen, wie euch, die das interessiert, die die Leidenschaft teilen, und das macht mich einfach wirklich glücklich alles. Das ist Wahnsinn. Ja, das wollte ich eigentlich mal sagen. Ein bisschen sentimental waren, aber muss auch mal sein. Ja, und jetzt machen wir noch einen schönen Tag raus, einen schönen Abend. Ist ja nicht mehr so lange bis zum Abend. Und es regnet ja auch schön draußen. Ist super. Das ist jetzt genau mein Ding. Jetzt können wir da in nächster Zeit keiner dazu sagen. Weitere Beiträge mit vielen Übernachtungen im Wald draußen. Weil ich jetzt wieder gern draußen schlafe, weil ich den Sommer einfach nicht gern mag. Ich bin kein Sommermensch nicht. Ich bin einfach mehr Herbst-Wintermensch. Ich bin ein Steinbock, ein Sternzeichen. Vielleicht hängt es mit denen zusammen. Und ja, da kommen einige schöne Beiträge, was ich noch im Kopf habe, wo sie euch zeigen möchte. Und bis dahin, ihr wisst es, bleibt anständig, ehrlich. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Alles andere ist zweitrangig. Und ja, wir sehen uns. Vielen Dank.